Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subnautica. Heute werden wir uns mal dezent drum kümmern, ordentlich Altmetall ranzukriegen hier. Und dann vielleicht, dass diese unhöflichen Viecher hier endlich mal abhauen. Ich bin auch noch gar nicht weit geschwommen jetzt hier, ehrlich gesagt. Wie viel Platz haben wir denn am Start? Ja, es reicht. Vielleicht findet man ja neue Areale. In der letzten Folge haben wir ja endlich unsere Werkbank fertiggestellt. Was ich sehr, sehr nice fand, weil mit der Werkbank kann man ja endlich mal andere Sachen craften. Zum Beispiel ein diamantenes Messer oder so, also mit Diamantschliff dran. Dann bessere Flossen. Also schon richtig geile, fette Sachen. Freue ich mich schon drauf, wenn ich dann endlich mal was finde. Kupfer darfst du mitnehmen, mein Freund. Dann kann man noch bessere Sauerstofftanks herstellen, also größere. Das wird auch richtig geil. Ich glaube, da werde ich mich als nächstes drum kümmern, weil es ist natürlich doof, wenn man jetzt hier, so wie ich, zwei Sauerstofftanks hier an sich hat. Was ist mit dir denn, Alter? Was willst denn du? Verpiss dich, ey. Das ist mein Altmetall. Komm, bring das wieder her. Klaut er mir das vor der Nase weg, Alter, ne? Das ist mein Zahn, der mir so wird. Das ist ein fairer Tausch. Ja, was wollte ich jetzt sagen, wo nicht lügen und wo war ich stehen geblieben? Den Satz halt geklaut vom lieben Stalker. Ja, auf jeden Fall eine größere oder bessere Sauerstoffflasche herstellen. Muss ich auch erstmal gucken, wie das geht. Haben wir schon, danke. Ah, Crash Meal fehlt mir auch noch. Mein Gott, das gibt hier so viel zu machen, ja. Ich finde das richtig fantastisch. Da, meins. Da sind sie, da sind sie. Autschen. Und kein Crash Meal drin. Ich glaub's nicht. Verdammte Hacke. Und er ist tot. Oh, schwierig. Haben die jetzt ihr ganze Crash Meal mitgenommen, die Schweine? Ja, natürlich. Scheiße. Einmal Crash Meal, nochmal Crash Meal. Aber an die kann man sich ranschleichen, glaube ich. Ja, nur reicht aber jetzt hier, mein Freund. Oh. Knallkörper. Dick Sand. Jo. Ich mach mich schon nach oben. Aber ist cool, dann können wir uns jetzt vielleicht unser Schweißgerät zusammenbauen. Ey, jedes Mal, wenn habe ich irgendwas vor in der Folge. Aber es kommt immer wieder was anderes dazwischen. Was ich natürlich gut finde. Ne? Ist ja langweilig, wenn man so strukturiert durchgeht. Ich mag es ja lieber ein bisschen chaotisch. Und ja, ist es ja eigentlich bei mir. Jedes Mal nehme ich mir was vor und es klappt dann doch nicht. Aber ist okay. Ist genauso wie mit den Folgen hier. Auch nochmal für alle Leute hier, die sich immer fragen, ja, wann bringt er denn wieder eine neue Folge raus? Bei mir ist es so, nach Zeit, Lust und Laune. Ja, weil ich möchte mir hier keinen straffen Plan hier aneignen, den ich dann wohl wirklich nicht einhalten kann, weil ich Familie habe. Scheiße. Oh. Das ist ja Quatsch, immer was und dann knallt es schon wieder im Karton hier. Ja, also wie gesagt, bei mir ist es nach Lust und Laune und je nachdem, wie ich das kann, weil ich habe auch Familie und man bringt nicht immer alles unter einen Hut. Oder kann es nicht oder schafft es nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Und ja, nebenbei streame ich ja auch noch sehr viel mit dem Stalker zusammen. Und daher ist es schon, denke ich mal, okay. Ich produziere gerade die Folgen enorm vor. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. So wie ich. Also ich finde es gut. Die ersten beiden Folgen, naja gut, ist halt ein bisschen immer viel looten, looten, looten. Aber auch das kriegen wir hin, ne? So. Weil gehört dazu, das Looten, ne? Schließlich. Ah, dann wollte ich mir noch so ein schönes Dings machen hier. Ich brauche ja Bleache wieder hier. Ich muss ja unbedingt muss ich mir hier so ein... Oh, scheiß die Wand an. Komm, schwimm mal hier, mein Freund. Nein, du beißt mich jetzt nicht und ich sterbe jetzt auch nicht. Ich brauche hier so ein Arztköfferchen. Boah, ist das halt aufregend, ey. Wie gesagt, der Quatsche und bumm macht das und dann bist du schon wieder weg vom Fenster. Hm. So ist es.
Ja, also wie gesagt, nicht sauer sein, wenn mal eine Weile keine Folgen kommen. Ich finde es umso schöner, wenn man sich dann wieder mit Freude ans Spiel setzen kann und dann wieder nochmal ordentlich richtig durchzieht. Weil wenn einem Spiel, wenn jemand das Spiel keine Freude macht und der einfach nur losdaddelt, nur um halt seine Zuschauer zu befriedigen, Ansichtssache, bin ich nicht so ein Freund von. Egal. Ich, wie gesagt, mache das gerne. Wenn ich Lust und Laune und Zeit habe, weil die Motivation muss da sein. Aber genug gelabert, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Ressourcen herstellen. Damit wir unsere Base weitermachen können, damit wir unseren Arztkoffer herstellen können. Und was wollten wir noch alles machen? So viele Sachen und ich bin so durch den Wind. Aber ist egal. Kopfschmerzen habe ich auch wie eine Sau. Aber das geht euch nichts an. Nein. So. Wo ist mein Arztköfferchen? Hatten wir eigentlich zu essen am Start? Jo. Ersek. Werden wir uns den gleich mal gönnen dann hier. Noch in. Wasser ist erstmal egal. So, sehr schön. Den schmatzen wir erstmal ganz dezent weg. Knick, knack. So, dann geht's los. Wir brauchen Crevine Piece 4 und Bleach. Bleach hatten wir hier oben zum Herstellen. Korallenchunk. Korallenchunk war das hier. 1, 2, 3, 4. Und das andere war hier, meine Pflänzchen. Die ich immer so schön köstlich wegnasche. Aber ich muss sagen, es hat sich schon richtig gut entwickelt. Es ist schon mehr Survival geworden hier, als es eigentlich mal war. So. Ach, scheiße, bin ich schon wieder voll? Fuck. Inventory full. Sorry, bitch. Gut. Der schwimmt eigentlich ohne tot rum oder klebt hier tot vor meiner Haustür. Naja. Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Bleach. Machen wir gleich, wie viel Salz haben wir eigentlich noch am Start hier? Einmal Salz haben wir noch am Start, dann machen wir uns nochmal Bleach. Falls wir uns dann, noch ein Fläschchen Wasser gönnen wollen. So, dann einmal. Ich weiß nicht, mache ich gleich zwei? Nee, einer reicht. Einmal First Aid, sieht gut aus. Zweimal Bleach haben wir noch am Start. Komm, dann machen wir gleich noch ein First Aid Pack. Ach ja, das war eine die ich gerade verloren hatte. Dann kam ich von der Richtung. Dadurch, dass der hier so tot über den Zaun hängt. Dann müssen die vorne eigentlich gleich rumschweben. Da sind sie doch. Wunderbar. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Geht doch. Hat aber Flüssigkeitsmangel oder so, geht ganz schön schnell voran hier. Also schon heftig. Aber machen wir uns nochmal schön schnell bum, bum, bum. Ein First Aid Pack. Dann würde ich sagen, mit dem nächsten machen wir uns Pipes. Ja, siehst du, die Pipes habe ich auch schon lange nicht mehr gebaut. Flares. Small Storage. Ja, bringt es jetzt nicht so wirklich. Constructor müssen wir uns noch bauen, damit wir uns Fortbewegungsmittel bauen können. Aber was wollte ich jetzt noch? Ich wollte mir ein bisschen Wasser herstellen. Einfach nur ein Bleach, das ist natürlich geil. Gönnen wir uns und das war's schon, ne? Yep. Dann gönnen wir uns gleich das Fläschchen mal. Sieht gut aus. Crash Meal, exactly. Da wollte ich mir ein schönes, nice Tool bauen. Magnesium hatten wir uns auch schon hergestellt. Dann können wir endlich mal dieses Gebrutzel hier hoffentlich ausstellen. Ich hoffe, die haben das mit dem Patch jetzt endlich behoben. Ein Welder. Ein Welder für Fleisch, bitte. Cool. Und jetzt, liebe Leute, geht's los. Rechte Maustaste. Prozentzahl ist angezeigt. Awesome. Es hat aufgehört. Die Geräusche sind immer noch da. Warum auch immer. Aber jetzt können wir endlich mal Escape. Nein, nein. Können wir noch irgendwas machen hier? Irgendwas? Nope. Close. Können wir irgendwas zuschweißen, aufschweißen. Aber es ist ein bisschen, ich hätte es gerne hier wieder rangebracht oder dass es automatisch dann irgendwie dran ist.
Ja, gut. Also mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Die Welder haben wir schon mal. Das ist sehr nice. Schmeißen wir den mal gleich hier wieder rein. Wir brauchen den Builder. Gott, was brauchen wir noch alles? Glas. Was war das eben? Das Salz? Wofür brauche ich Salz, Alter? Brauche ich da gar nicht. Copper brauchen wir nicht. Wir haben... viel, viel, viel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da ist noch was zum Essen. Brauchen wir momentan nicht. Den Zahn machen wir rüber. Den brauchen wir für später. Wenn wir dann unsere Unterwasserfahrzeuge bauen. Ah, das sieht so fantastisch aus. Ich habe es immer noch nicht geschafft, da reinzugehen. Oh, Inventory secured. Das ist nice. Geht's jetzt von alleine? Gut. Kann ich ja das eine Crashmeal, kann ich eigentlich, hätte ich eigentlich auch irgendwo hinmachen können, weil ich glaube, das brauchen wir dann nicht mehr. Ich glaube es. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, nehmen wir mal mit. Wird schon wieder spawnen hier irgendwann. Geil. Dann würde ich jetzt sagen, just for fun, einfach mal bauen wir ein T-Korridor nochmal. So. Dann nochmal einen... Ach, ich weiß nicht, warum ich da mal rein will. Ah, das ist Standard anscheinend. Ach nee, nee, das ist scheiße. Da habe ich Mist gebaut, ganz ehrlich. Ich brauche ja immer noch Platz. Ich muss ja irgendwo Sachen ablegen. Also es ist ganz effektiv, wenn man sich nochmal so einen T-Korridor baut. Am besten andere Richtung lang, genau. Weil man muss ja hier unten noch immer Platz sparen. So, was brauche ich denn da hin? Da kann ich schon wieder fangen. Ah, herrlich. Einen ganz normalen X-Korridor könnte man jetzt auch bauen. Ja. Hat man noch mehr Platz. Ist gut. Minus 1. The base will strange total now is 5. Okay, kann ich den jetzt eigentlich wieder abbauen? Weil das finde ich auch ein bisschen, dass man den nicht irgendwo oben drauf... Doch, geil! Ja, 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 ist okay. Danke, Mäuschen. Schön, dass du mich wieder daran erinnerst. Ich find's gut. Ich weiß auch ja nicht, ob das höhenbasiert ist. So, schauen wir mal. Können wir dich hier irgendwo... Oh, geil, Alter. Wir können dich sogar hier unten mit reinklatschen. Das ist natürlich richtig gut. Und dann kann ich hier vorne nochmal einen zum Besten geben mit einem schönen... Ah, ich sag's mal... T-Korridor. Ja, das wär's, Alter. So. Okay, dann werde ich das wieder abbauen. Okay, dann werde ich das abbauen. Hold to deconstruct. Mache ich doch gerne. So, und dann werden wir uns... Nein, falsche Maustaste. Ja, falsche Taste generell. Ein T-Korridor hier nochmal schön gönnen. Und... Yes, Baby. So, dann werden wir nochmal einmal ein Einstiegsluke bauen. Das war ein Hatchet. Sehr schön. So, no 4. Okay, also wenn ich jetzt noch 4 Teile ranbaue, dann wird die Stabilität in Frage gestellt, denke ich mal. Sieht doch schon geil aus. Sieht schon richtig geil aus. Was machst du denn hier, mein Freund? Komm rein, komm. Kann ich dich schon schnappen? Nee, bist du weiter geschwommen. Gut. Wir brauchen einen Vorratsschrank, würde ich sagen. Und zwar würde ich den gerne hier hinten hinpacken. Oder? Warte mal. Wir haben hier vorne unseren, ne? Hier zwischen kann ich nicht. Die kann ich immer nur noch frei in den Weg stellen. Da hängt der Generator durch. Das ist auch nicht so wild. Ja, nee, gut, dann kommt der Vorratsschrank hier hinten hin. Bleibt nichts anderes übrig. Sehr schön. Was haben wir noch? Da haben wir noch genug am Start. Reinforcement, ist das zur Verstärkung da, oder? Geile Scheiß. Okay, also muss man die auch nochmal verstärken. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Dann werde ich das erstmal ein bisschen Reinforcement-Fragmente nochmal ranhauen hier. Oder einbauen.
Geil. Das ist gut. Das gefällt mir. Haben wir noch ein Glas am Start? Hier ein Fensterchen für mich. Ein Fenster für den Fleisch, bitte. Ein Fenster. Wir haben kein Glas mehr. Schweinerei. Aber wir haben unseren schönen... Nein, sag mal. Wir haben unseren schönen Fabrikator hier. Und... kein Glas mehr. Das ist doch schon mal positiv, würde ich sagen, liebe Freunde. Es nimmt langsam Gestalt an. Geil. Ja, man traut sich ja immer nicht so beim Bauen ran, ne? Aber was soll's. Habe ich überhaupt nichts mehr? Krasse Sache. Okay, einmal Quarz fehlte noch. Joi. Der hängt hier immer noch tot rum. Mann, Mann, Mann. So, was haben wir denn schon in dieser Folge geschafft? Wir haben uns ein Schweißgerät gebaut. Wir haben... geil, geil, geil. Quarz ohne Ende. Das. Lassen wir alles noch. Essen ist schon wieder bald angesagt. Mann, Mann, Mann. Das geht schon wieder schnell hier, liebe Freunde. Gönnen wir uns nochmal schön was. Nam, nam, nam. Ja, was haben wir? Wir haben uns die Base weiter ausgebaut. Ich weiß jetzt endlich, wie es geht, dass man das verstärken kann, die Hülle, weil man kann ja auch tiefer bauen oder höher mit Leitern, sowas alles. Da werde ich mich dann vielleicht auch nochmal ranmachen, wenn ich vielleicht ein schönes, stabiles Konstrukt bauen kann. Dann, was haben wir noch geschafft? Wir haben Fragmente analysiert. Wir können jetzt ein Status Rifle Fragment bauen. Unser Seamoose, ein Terraformer, damit wir die ganze Umgebung nochmal ein bisschen umformen können. Wir haben eine Workbench, ein Fragmentanalyser. Geil, es geht voran, liebe Freunde. Es macht mir Spaß. Geil. Ich find's einfach Hammer. Wir haben endlich mal einen Schrank, wo wir Sachen reinlegen können. Eigentlich können wir schon umziehen. Von unserer Rettungskapsel hierher, würde ich sagen. Ah, Window, das sollte nochmal fertig gemacht werden und kann aber nur, wenn wir Glas haben. Dieses werden wir jetzt natürlich nochmal schnell herstellen. Und dann würde ich sagen, war es das leider schon wieder für diese Folge. Was mir sehr leid tut. Sehr schön. Geil. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat. Ne? Ich hoffe, mir nehmt es mir, wie gesagt, nicht übel, dass die Folgen immer so, na, eher spärlich kommen. Ja, das war's von mir, von meiner Aussage. Ich bin dann erstmal weg. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Fleischi und tschüss.